Der Stärkering, Stärke plus 5. Was haben wir denn hier angelegt? Schüsse. Manchmal Ausdauer. Ja, da machen wir den mal weg und legen uns den Stärkering an. Das gefällt mir doch sehr gut. So, Mirzo, mein kleines Assassinenbirschchen. Was ist los? Mein kleines Dickelchen. Komm mal her, kleiner dicker Mann. Komm her. Ich speichere mal vorher. So. Und dann wollen wir das kleine Dickerchen mal hier fertig machen. Das ging irgendwie einfach. Einfacher als ich dachte. Was willst du? Ach, von dir will ich gar nichts. Nein, ich will auch nicht ins Bett. Du sollst Mirzo ausrauben, Mensch. Da haben wir schon den Teleportstein nach Geldern. Das ist ja schon mal sehr schön. Und der Rest ist alles quarkig, aber was soll's. So, ja. Wird's draußen hell? Lalala, lalala. Komm, steh auf. Ich will wissen, ob du was zu erzählen hast. Mein Schädel. Ja. Nee. Gut. Der nimmt das einfach mal so wortlos hin, dass ich ihn jetzt ein paar aufs Maul gehauen habe. Das scheint hier an der Tagesordnung zu sein. Das muss so sein. So, warte mal, machen wir dann. Hier ist cooler. Kannst du schon gut? Ja. Ist der bessere von uns beiden? Bist du jetzt zufrieden? Und jetzt geh. Oh ja, ich bin zufrieden. Das ist schön, wenn ein Ork einem Maurer gegenüber gesteht, dass er schwächer ist. Haha. Hier, hab's geschafft. Mirzo hat aufs Maul bekommen. Respekt. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut, Mora. Das lasse ich mich einiges kosten. Wie jetzt? Ich habe seinen Champion in der Arena fertig gemacht und er traut mir nicht zu, so einen Fettsack fertig zu machen? Also bitte. Gut, haben wir auch das geschafft. Und schauen mal weiter, ob es hier noch mehr gibt. Ja, diese Arena-Sachen, die gingen jetzt irgendwie mal wieder viel zu schnell um. Hamil! Interesse an seltenen Artefakten, Fremder? Mein Name ist Hamil. Ich kann dir die besten und günstigsten Artefakte anbieten. Ja, dann super. Zeig mal her. Du bist Händler im Sklavenviertel? Jeder tut, was er kann. Mein Los ist es, in diesem Sklavenloch festzustecken. Aber meine Ware ist trotzdem von allerbester Qualität. Zeig schon mal. Zeig mir deinen Krempel. Was haben wir denn da Schönes? Einen Ring, ein goldener Ring. Ja, super. Ring der Ausdauer, Ring der Pfeilabwehr, Waffenschutzring, Ring des Kampfes, alles sinnlos, alles sinnlos. Nö, alles blöd, brauchen wir nicht. Aber wir können mal die anderen Ringe verkaufen, die wir noch so haben. Hier, die da. Und das Amulett des Eisschutzes und die Holzschilde können wir eigentlich auch verkaufen. Brauchen wir alles nicht. Und vielleicht haben wir ja noch irgendwas. Hier so zwei Hände und so. Ja. Die kann man mal. Ja, die kann man eigentlich. Kann man mal. Ja, hier, komm. Kannst du alles haben. Und die Jagdbögen auch noch. Und, weil es so spaßig ist, die normalen Bögen auch noch drauf. Und die Pfeile brauche ich auch nicht. Ich benutze es ja eh nicht. So, was hat er denn eigentlich? 7800 knapp. Ja, da können wir noch ein bisschen, ne? Gut, alles losgeworden. Den Orkschlechter lasse ich mal da, man weiß ja nie. So, noch ein paar Zauber. Gruppenhypnose, was es nicht alles gibt, ist ja interessant. Krankheit übertragen, Nebel, Licht, Feuerball. Ja, da ich sowieso keine Magie benutzen will, da lasse ich das auch alles, da schiebe ich den Kram alles weg. Mal schauen, wenn ich irgendwann mal Lust habe und mal wieder zufällig was in meine Hände kommt, kann ich ja mal schauen, ob ich das mal so zum Spaß benutze. Die Laute bleibt aber da. Schließlich bin ich ein Musikfreund. Gut. Goldausgleich. Und ab dafür. Wunderbar, haben wir jetzt noch mehr Geld. Ansonsten ist Hamil... Achso, wir wollten ja noch fragen, wo das ganze Zeug her hat. Woher bekommst du deine Artefakte? Ich kann's mir ja denken. Mal hierher, mal daher. Fällt immer mal wieder was ab in diesem Nest. Das heißt, du stehlst es den Orks. Genau das. Stehlen ist ein so hartes Wort. Wir Menschen sollten doch zusammenhalten, findest du nicht? Diese verschlagenen, kleinen, hinterlistigen Morras. So, was soll ich denn jetzt mit dem Quest machen? Soll ich das jetzt jemanden petzen oder wie? Und vor allem wem? Ich meine,
welchem Ork soll ich das denn stecken? Ja. Lassen wir das erstmal außen vor. Vielleicht finden wir ja noch jemanden, den das interessieren könnte. Gucken wir erstmal weiter. Ah, das scheint ja auch bloß Sklavenübernachtungsplätzchen zu sein. Vielleicht ist ja hier oben noch jemand. Hüpf, hüpf. Hallo? Nö, ist auch bloß, das sieht eher aus wie Orklager hier. Oder vielleicht auch für die Orks irgendwann, wer weiß. Ach, ja, hier war der, ja, hier war der Typ, der Mirzo. Ach hier, Brix Samuels linke Hand. Die linke und die rechte Hand des Teufels, so ungefähr, ne? Gibt's auch eine rechte Hand dazu? Mach dich nützlich, Mama. Ja, ja. Ist ansonsten nix. Hm. Finden wir auch Samuels rechte Hand? Der kann auch nicht einarmig oder einhändig hier arbeiten. Das geht doch nicht. Geht doch nicht. Ah, da haben wir noch. Butch, Samuels rechte Hand. Von denen kann man aber auch nichts hier irgendwie verlangen. Naja, kommt vielleicht noch. Kommt noch. Wer bist du denn? Hallo, Marius, mein Freund. Ein Feuermagier. Verdammt nochmal. Geht es etwa wieder nicht schnell genug? Kapiert ihr Idioten es endlich? Ich brauche meine Zeit, um die ganze Truppe hier zu versorgen. What? Wer bist du denn? Wie kommst du hierher vor allem? Du bist Feuermagier und kriegst unter Orks rum. Du bist ein Feuermagier. Ha, Blitzwerker. Das war ich mal. Jetzt bin ich der Koch für das gefräßige Söldnerpack. Jetzt sag bloß noch, du gehörst auch zu dem Verein. Könnte man so sagen. Ich sehe, du trägst immer noch deine Robe. Ja, in der Hoffnung, dass dieser Albtraum bald vorbei ist und wir Menschen wieder frei sind. Tja, da kannst du noch eine Weile hoffen, glaube ich. Das wird nicht so schnell passieren. Kannst du mir trotzdem die Kunst der Magie beibringen, obwohl du jetzt nur noch kochst? Na schön. Ich werd's versuchen. Also mal wieder, wie ich schon irgendwann vor zig Jahren mal festgestellt habe, oder von einem halben Jahr oder so, wann auch immer ich angefangen habe, keiner kann mehr zaubern und alle jammern sie, dass sie nicht mehr zaubern können, aber was über uns Zaubern beibringen, können sie mir trotzdem alle noch, ne? Ein Feuermagier sollte nicht fluchen. Genau, böse. Die guten Manieren vergangen. Alles, was ich will, ist meine Ruhe. Verdammt nochmal. So ein alter Grießkram. Mit deiner Einstellung kommst du hier in der Stadt nicht weit. Was gibt es Schlimmeres, als hier Koch zu sein? Den Tod? Ich fürchte nicht den Tod. Ich werde kämpfen, wenn es soweit ist. Und es gibt hier viele in Geldern, die das so sehen wie ich. Glaube mir. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es ja ganz viele Leute gibt, mit denen man einfach bloß sinnlos quatschen kann, ohne irgendwelche Quests für die zu erfüllen. Was muss ich tun, damit du die Menschen dazu bringst, gegen die Orks zu kämpfen? Ich muss wissen, ob die Schamanen einen der Feuerkelche in ihrem Tempel verwerten. Ich denke nicht, dass es so ist. Jedoch bereitet es mir trotzdem schlaflose Nächte. Rede mit Grog, dem obersten Schamanen, und vergewissere dich, dass sie keinen Feuerkelch haben. Erst dann werde ich dir helfen, die Menschen zur Revolte zu bewegen. Also natürlich habe ich das mal wieder nicht vor, die Leute hier zur Revolte zu bewegen, aber wir können ja mal fragen, ne? Das kann ja noch die ein oder anderen Erfahrungspunkte bringen, wenn wir hier noch irgendwelche Quests erfüllen. Wo sind die anderen Feuermagier? Sie sind auf der Suche nach den 12 Feuerkelchen der alten Magie in dem großen Kloster in Nordmar. Sie hoffen damit, den Paladinen ihre magischen Fähigkeiten wiederzugeben. Diese Kelche müssen gefunden werden. Das Kloster braucht jeden einzelnen davon. Hörst du? Und ratet mal, wer die Dinger dorthin bringen darf. Natürlich wir. Also insofern wir es schaffen, alle zu finden, was ich ehrlich gesagt nicht glaube. Aber vielleicht werde ich mich ja irgendwann mal hinsetzen und das mal mir raussuchen, wo die alle sind. Und dann mal schauen, ob wir das vielleicht noch irgendwie erfüllen werden. Ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Wo finde ich die Feuerkelche? Meine Studien der Geschichte von Geldern ergaben Aufschlüsse darüber. Demnach scheint es sicher, dass einer der Kelche in der Mine hier in Geldern zu finden ist. Ein weiterer, allerdings recht unsicherer Hinweis weist auf den Tempel von Geldern. Verstehe. Ach Held, gewöhne dieses blöde Verstehe ab, das nervt. Erzähl mir mehr über die Söldner. Die Söldner arbeiten für Gold. Ach. Gold von den Orks oder Gold von den Menschen. Das ist ihnen gleich. Ach.
Das ist auch schon alles, was man über diese korrupten Typen wissen muss. Einer von ihnen hat sogar seine eigenen Leute getötet. Für Gold. Junge, das sind Söldner. Natürlich machen die alles für Gold. Welcher Söldner tötet hier seine eigenen Leute? Sein Name ist Ivan. Er hatte immer schon eine große Fresse den Orks gegenüber. Er ist eher ein gottloser Bandit als ein Söldner. Momentan bewacht Ivan mit seinen Jungs eine Mine im Norden von Gelder. Tja, also die Hinweise gegen Ivan verdichten sich ja, dass man mal gegen ihn vorgehen müsste. Und ich glaube, das werde ich dann auch recht bald tun. Wir werden jetzt nochmal den Rundgang hier fortsetzen, um hier nochmal fertig zu werden mit Geldern. Die ganzen Aufträge annehmen und dann würde ich sagen, werden wir mal... Ach nee, bei Renwick will ich nicht hin. Dann würde ich sagen... Hallo Samuel, deine Hände sind weggelaufen. Dann würde ich sagen, wir gehen dann mal zusammen mit dem Ochsentypen den Ivan jagen. Aber erstmal reden wir mit dem handlosen Samuel. Sieh an, ein neues Gesicht in meiner Stadt. Suchst du Arbeit? Ja, so ähnlich. Wer bist du? Ich bin der Anführer der Söldner in Geldern. Mein Name ist Samuel. Was gibt es in Geldern zu tun? Geldern ist die Stadt der Minen und Artefaktsammler. Oh, really? Die Söldner sind dazu abgestellt worden, die umliegenden Minen zu erschließen und zu sichern. Und ich kann dir sagen, dass es sich für uns immer gelohnt hat. Wenn du ehrliche Arbeit nicht scheust, kannst du hier einen guten Schnitt machen. Ich will bei euch mitmachen. Das höre ich gerne. Dann pass mal gut auf. Wenn du vom Nordtor von Geldern aus dem Weg folgst, findest du eine noch nicht erschlossene Höhle. Geh und sieh nach, ob es sich lohnt, eine Mine dort zu errichten. Am besten, du machst doch gleich das ganze Ungeziefer platt, das es dort gibt. Verstanden? Yay, so ein Spaß. Ich freue mich total. Aber vielleicht können wir hier was über das Jagdgeschick lernen. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Schauen wir mal. Nö, bloß Stärke. Das ist natürlich blöde. Und der Rest ist alles bloß wieder Armbrust oder große Waffen. Das interessiert uns nicht. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Ja, was haben wir denn eigentlich für eine Rüstung an? Ich weiß es gar nicht. Bestimmt die leichte, oder? Wir können doch eigentlich mal schauen. Ich guck mal, ob wir die leichte oder die mittlere Orksöldner-Rüstung tragen. Die leichte bloß. Wir haben noch genug Geld, dass wir Zeig uns mal... Dass wir uns die mittlere leisten können. Vielleicht sind wir mittlerweile auch schon beliebt genug. Das kann ich dir nicht verkaufen. Jedenfalls noch nicht. Ruf bei den Orks 25. Okay, was haben wir denn? Ach, hier nicht. Wo kann ich das denn? Hier kann ich das irgendwo, oder? Moment. Hier. Ruf bei den Orks 19. Na gut, da sind wir ja nicht mehr so weit weg. Das kriegen wir noch hin. Gut. Dann würde ich sagen... Ach, hier gibt es noch einen Schmied. Ah nee, das ist bloß Elite-Krieger. Ist ja langweilig. Langweilig! Aber schön hat das hier. Riesenkamin. Na gut. Ist der Rundgang denn jetzt zu Ende? Da oben wird wohl kaum noch jemand sein, den ich jetzt hier irgendwie beglücken muss, ne? Lass mich in Ruhe, mach dir keinen Ärger. Klar. Ich brauche den richtigen Schlüssel. Okay, den richtigen Schlüssel brauchen wir, den haben wir natürlich nicht. So, dann gehen wir mal zu dem Orksen-Typen. Hallo Gunok, dich kenne ich noch nicht. Hi. Du schaust mich an wie ein erfahrener Krieger. Selten so einen starken Blitzer. Wie schaut denn ein erfahrener Krieger? Ich kenne bloß so Modelblicks und sowas, aber dass Krieger auch irgendwelche bestimmten Blicks vor allem, Blicke. Dass Krieger aber auch irgendwelche bestimmten Blicke haben, war mir bislang unbekannt. Was machst du hier? Ich jage Droiden mit meinem Suchttrupp im Auftrag unseres Anführers. So ein Bösi. Man sagte mir, dass es im Süden ein Lager von Waldläufern geben soll. Dort hat sich einer von ihnen versteckt. Ein besonders hartnäckiges Exemplar. Sein Name sei Torn, heißt es. Der Tony Boy. Beim Rumsitzen wirst du den Druiden Torn nicht erwischen. Sei nicht so frech. Selbst wenn du ein Kämpfer bist. Ich verspreche dir, dass du dich nicht mit mir messen willst. Pff. Also sei vorsichtig. Oh, ich zittere bereits. Könnte ich nicht hier irgendwie... Ja, wir ärgern den noch ein bisschen. Ich sollte Grog melden, dass du ein faules Schwein bist. Jetzt reicht's. Du wirst mich nicht mehr verhöhnen. Komm schon. Husa. Platt machen wir dich, du Sack. Du Sektrack. Siehste? So geht das. Vielleicht noch mit ausgeraubt.
So. Das kommt davon, wenn man faul ist und dann auch noch denkt, dass man ja der große Macker ist. Bis der wieder aufgestanden ist, können wir mal kurz... Ach nee, Jared kennen wir ja schon.